Manche zählen Schafe, manche denken an etwas Schönes, zum Beispiel an den letzten Urlaub. Manche nehmen ihr Kuscheltier fest in den Arm. Wir alle haben ganz unterschiedliche Strategien, um einzuschlafen. Dabei hilft uns auch unser Hirn, genauer gesagt die Zirbeldrüse. Hier wird der Schlafbotenstoff Melatonin freigesetzt. Melatonin produzieren wir bereits, wenn das Tageslicht schwindet und es draußen dunkel wird. Unserem Hirn wird signalisiert, dass Abend ist. Wenn wir uns dann ins Bett legen, das Licht ausmachen und uns entspannen, wechseln unsere Nervenzellen langsam in den Schlafmodus. Der Einschlafprozess dauert meist 5 bis 30 Minuten. Nur den Bruchteil einer Sekunde dagegen dauert der eigentliche Moment des Einschlafens. Wie im Nu setzt unser Gehirn chemische Substanzen frei, die unser Bewusstsein abschalten. Weil das so schnell geht und wir vorher schon in einer Art Dämmerzustand sind, können wir uns nicht daran erinnern.